Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Welcome zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast hier in der ProVita Lebensfreude Lounge mit Irmgard und Madeleine. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das ganz, ganz, ganz viele Facetten hat. Und ich würde es quasi direkt einleiten, weil wir haben gestern darüber gesprochen, dass ich vor einigen Tagen ein Video gefunden habe, wo es um das Konzept von der windelfreien Erziehung von Kindern geht. Ab der Geburt. So, also dass man Kinder quasi wirklich komplett ohne Windeln aufziehen lassen kann und nicht erst, weiß nicht, wann man das normalerweise abgewöhnt, aber ne, dass das nicht erst dann passiert, sondern dass man von vornherein halt windelfrei quasi das Kind erziehen kann. Und das hat in mir Welten ausgelöst. Ganz, ganz viele Erkenntnisse gebracht. Und es hat noch nicht mal spezifisch mit diesem Thema zu tun. Das heißt, wir werden jetzt nicht in diesem Podcast darüber sprechen, wie man Kinder windelfrei erzieht, sondern über all die Geschenke, die dahinter stecken. Und ich würde es einfach das erste Mal so in den Raum werfen, weil mir war das komplett fremd. Ich habe dir das erzählt, du hast davon gewusst, du wusstest das, aber ich persönlich habe mir nie vorstellen können, also ich habe ja noch keine Kinder, aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, wenn ich das nicht gesehen hätte, dass man Kinder windelfrei erziehen kann. Ich dachte, das wäre halt so. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das eben vielleicht gar nicht so sein muss. Und da kommen wir an einen wichtigen Punkt und ich glaube, du willst es gerade schon ansprechen. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir einfach mal sehen, und das ist eine der größten Botschaften, die wir heute hier im Podcast mit dir teilen, was wir alles für normal halten, das ist halt so. Und was wäre, wenn es anders ist? Weil wie kommen wir denn überhaupt auf die Idee, dass in unserer Zivilisation hier, ja klar, es ist neues Normal geworden, aber als die ersten Menschen sich entwickelt haben und hier die Erde bevölkert haben, gab es da Pampers und Co. oder Urvölker? Wo kaufen die ihre Pampers, wenn wir das mal alles hinterfragen? Und wie kommen wir überhaupt auf die Idee zu denken, dass ein Kind, das 9 Monate im Bauch von der Mama herangewachsen ist, das als wunderbare Persönlichkeit auf die Welt kommt, das ist ja fertig, sozusagen, vereinfacht dargestellt, dass das keine Intuition hat, wann der Darm sich leeren möchte. Was für interessante Ansichten. Genau. Und ja, noch etwas ist mir gerade eingefallen, so aus eurer Kinderstube noch, wo mal jemand zu mir gesagt hat, ich bin nicht in der Lage, meine Kinder zu erziehen, ich ganz intuitiv auch gesagt habe, die brauchen keine Erziehung, die brauchen Entwicklung, Entfaltung und dürfen ihrer Intuition folgen. Ja, genau. Und das was mir so die Augen noch mal mehr geöffnet hat, war, wie viel wir doch wirklich in einfach festgesteckten Annahmen drin sind und Dinge einfach nicht hinterfragen. Weil ich wäre zum Beispiel ohne dieses Video niemals auf den Gedanken gekommen, Windeln zu hinterfragen. Also ich hinterfrage ja schon viel. Ich hinterfrage mein eigenes Verhalten und
keine Ahnung, alles, was mir so, ne, das heißt alles, aber vieles, was mir so ins Leben kommt, hinterfrage ich einfach. Aber solche Dinge, und da fängt es ja schon an, bei diesen grundlegenden Dingen, dass ich anfange, die mal zu hinterfragen, geht jetzt nicht darum, dass wir alles jetzt hier in unserem Leben rauspicken müssen und darüber nachdenken müssen oder sinnieren müssen. Es geht nur mal darum, wie konditioniert man schon ist, wie tief das sitzt, dass ich glaube, ohne das geht's nicht. Da gibt's einen gewissen Rahmen und das muss so sein. Und das zeigt halt einfach mal wieder, nein, das muss nicht so sein. Es ist alles frei. Ne? Also, ja. Weil da etwas ganz, ganz Wichtiges mit uns geschieht, zum Bewusstmachen. Zum einen ist so eine allererste Prägung, die wir schon mal mitbekommen, wenn wir aus dem Bauch von der Mama auschecken. Die anderen sind ganz groß, ich bin ganz klein. Die anderen können alles, ich kann nichts. Einfach nur mal schwarz-weiß dargestellt. Und dennoch haben wir ja eine Intuition. Da ist ein Gefühl vom Körper da, da will der Darm entleert werden. Und diese Intuition, die wird dadurch sofort quasi, jetzt mal schwarz-weiß ausgedrückt, unterdrückt, indem wir eine Windel anhaben und indem die Konditionierung dann überschrieben wird, es ist normal, in die Windel zu machen. Aber kein Kind fühlt sich da wirklich wohl mit. Nur wir fangen an uns damit eine Weile wohlzufühlen, bis es uns dann wieder abtrainiert wird. Wenn wir noch weitergehen, wir werden dazu geprägt, wir lernen erstmal sprechen. Eines der Dinge, die wir ja lernen. Später lernen wir dann, den Mund halten zu müssen. Ja, also wir dürfen da mal wirklich so ganz, ganz vieles hinterfragen. Und darum geht es jetzt einfach mal, denke ich, dich dazu einzuladen, mal alle Konditionierungen und alles, was du bis eben für normal hältst, und das ist halt so, zu hinterfragen. Und jetzt bitte, ganz wichtig auch, jetzt, wenn du Mama oder Papa bist, kein schlechtes Gewissen haben, weil das war bei mir auch schon der Fall, wenn ich das so ehrlich sage, als ich mehr und mehr mich mit diesen Dingen beschäftigt hatte, auch später halt auch noch, als du und Roman auf der Welt waren. Ich habe da sicherlich auch das ein oder andere Mal schon da gehockt und habe Tränen geweint, weil ich eine Art von Schuldgefühle hatte oder gedacht habe, hätte ich doch das besser noch anders gemacht und darum geht's nicht. Also es hat immer alles so seinen Sinn. Es geht hier nicht darum, Schuldgefühle zu haben. Es hat immer alles auf einer tiefen Ebene seinen Sinn. Und jetzt, das wäre, wenn jetzt der Zeitpunkt da wäre für dich, und damit möchten wir dich heute ja auch einladen, mal diese ganzen Konditionierungen uns hinterfragen. Was, wenn von allem wirklich auch das, die andere Möglichkeit da wäre? Und dich dem wieder zu öffnen, ohne ewig in der Vergangenheit rumzuwühlen, finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, genau. Also einfach mal schauen, wo sind wir denn so festgefahren? Und also nehmen wir jetzt mal dieses Windelbeispiel, ne? Also was da ja passiert ist, oder wie das funktioniert ist, dass ein Baby, auch ein Neugeborenes, gibt ja gewisse Zeichen schon und kann ja schon irgendwie kommunizieren und wenn es schreit zum Beispiel, dann weiß ja man ja, okay, es hat irgendwas, es hat Hunger oder keine Ahnung. Oder eben, es muss mal. So. Das sind so Arten und Weisen, wie ein Kleinkind oder ein Neugeborenes, ein Baby halt einfach kommuniziert. So. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht so, wie gesagt, so ein Vorwurf irgendwie, dass das so läuft mit Windeln oder so, das ist jetzt komplett außer Frage. Nur, was da ja schon passiert in diesen ersten Wochen, Monaten des Lebens, ist, dass das Kind eine Windel angezogen bekommt, also so wie auch wir. Und wenn ich das so sagen darf, trotz dass du es wusstest, haben wir ja trotzdem Windeln getragen als Babys. Auch wenn du davon wusstest, aber es war halt einfach, du hast dich dazu nicht in der Lage gefühlt. Zu dem damaligen Zeitpunkt, da warst du ja noch nicht mal selbstständig und irgendwie so frei.
wie du es heute bist. Und das war halt einfach nicht drin. Von daher überhaupt gar keine Frage, ob das jetzt, ne, eine Bewertung da drauf liegt. Und was da passiert, ist, dass das Kind zwar seine Zeichen gibt und sagt, hey, ich muss mal, ich will jetzt aber gerade nicht unter mich machen. Und diese Zeichen werden dann irgendwie ignoriert, einfach auch teilweise aus Unwissen. Wie gesagt, ne, einfach weil man davon vielleicht auch gar nichts weiß. Also wenn ich das Video nicht gesehen hätte, hätte ich das nicht gewusst. Und wäre das einfach normal auch für mich gewesen, dass das Kind dann einfach ja, in die Windel macht, ne? Das halt so ist. So, das Kind aber, das hat ja schon eine gewisse Intelligenz. Kinder sind ja nicht dumm. Babys sind ja nicht dumm und unwissend oder so. Die tragen ja eigentlich vielleicht sogar noch viel mehr in sich, als wir Erwachsene glauben, von uns selbst. Und dieses Kind fängt an zu lernen, aha, okay, wenn ich mich äußere, wenn ich mein Bedürfnis äußere, das ist nicht wichtig. Das wird überhört. Das, ne? Und da ist dann, es gibt so eine sensible Phase. Ich will mich jetzt nicht festlegen, wie lange die dauert, wann die anfängt und so. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Aber dann hört diese, also in dieser sensiblen Phase lernt das Kind dann quasi, ah, okay, das wird nicht gehört. Es ist normal, einfach unter mich zu machen. Und ja, dann muss jetzt halt damit leben. Ne? So, und die wissen ja dann auch, die anderen, die sind größer, die wissen es besser, ne, als ich kleines Wesen. Und ja, und dann kommt halt eine ewig lange Zeit, wo das Kind dann halt in die Windel macht. Die sensible Phase ist vorbei. Das Kind hört auf auf diese Körpersym wie sagt man, Zeichen, Signale. Signale, genau. So dass es merkt, wann es jetzt muss. Und dann fängt es an, dass das Kind dann in die Hose macht oder ins Bett macht, weil es das einfach nicht mehr merkt. So. Und dann muss man das wieder abgewöhnen und muss dem Kind quasi wieder beibringen, zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn ich muss. Und dass ich dann, wenn ich das fühle, sofort zur Toilette gehe. Ne? So. Das ist so dieser Kern davon. Und daran können wir sehen, wie tief das Ganze geht, wie früh das schon anfängt, dass man lernt, hey, meine Bedürfnisse sind zum Beispiel nicht wichtig, sind nicht gehört oder so, oder was auch immer wir dann im späteren Leben, wenn wir erwachsen sind oder wenn wir halt aufwachsen, womit wir dann zu kämpfen haben. Ja. Sagt, es ist überhaupt kein Vorwurf oder irgendwie so, ne, weil ich meine, wir sind ja auch als Windelkinder aufgewachsen und ja, ich bin, ne, also ich bin ja trotzdem auf meinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und lerne einfach meine Ja. Bedürfnisse nochmal. Clara, du willst was sagen, ja? Ja, natürlich. Es geht ja auch jetzt nur mal zum Bewusstmachen, wie sehr unsere Bedürfnisse, unsere Intuition, wie sehr das alles unterdrückt wurde, weil wir es einfach gesellschaftlich normal halten. Bis und zu dem und dem Zeitpunkt ist es normal, in die Windel zu machen, und ab einem gewissen Alter ist es nimmer normal. Ja, ist ja auch gut so, dass wir auf den Trichter aufgekommen sind, dass es nur bis zu einem gewissen Alter normal ist. Wenn wir jetzt hier hocken würden mit der Windel, wäre ja auch nicht so toll, wenn wir alle mit Windeln noch rumlaufen würden. Ja, so, es geht hier wirklich darum, das mal alles zu hinterfragen, was wir für normal halten. Und auch, das sind so tiefe Konditionierungen in unserem Unbewussten. Ich unterscheide in meinem Wirken immer zwischen Bewusstsein, also meinem Wirken mit Menschen, die wir ja da auch begleiten, zwischen Bewusstsein, zwischen Unterbewusstsein und Unbewussten. Ich denke, die meisten, die uns hier lauschen, die haben schon ganz viele Schritte in eine andere Richtung gemacht, sind autodidaktisch schon unterwegs, haben sich auch schon möglicherweise vieles an Wissen angeeignet. Da kann man mit dem Unterbewusstsein bis zum gewissen Punkt auch noch ganz viel selbst arbeiten, wirken, sich selbst helfen. Nur was so tief im Unbewussten verborgen ist, und da sind diese Konditionierungen unter anderem drin, die ja entsprechende Auswirkungen haben auf unser Leben, wo wir dann mal Schritte in die andere Richtung machen. Ein Lichtblick ist da, man geht voran,
Aber merkt dann wieder nach einer Weile, hey, ich habe mich nur im Kreis gedreht. So, und wie wenn so unsichtbare Gummibänder einen immer wieder zurückholen. Und wenn wir das wissen, wie sehr diese Konditionierungen aus frühester Zeit in uns verankert sind, das Erkennen ist ja der erste Schritt. Und was ist das überhaupt mal für ein Mind-Opener, sich dem überhaupt mal zu öffnen? Vielleicht hast du jetzt zu Beginn hier gedacht, über was reden die denn jetzt, wenn du da mal beobachtest, was der Kopf und was dein Bauch dir gesagt hat oder dein Herz. Der Kopf hat vielleicht gesagt, so ein Schwachsinn, ich kann doch meine Kinder nicht windelfrei aufwachsen lassen. Aber wenn du mal hinhörst, wenn du jetzt mal näher so den lauschst und mal beobachtest, was dein Herz, was dein Bauch dazu sagt, das sind verschiedene Dinge sicherlich. Ich habe mich damals aufgrund der familiären, der beruflichen Situation nicht in der Lage gefühlt, das durchzuziehen und bin diesen, ja, im Grunde genommen Kompromiss eingegangen. Ich habe mich auch im Hinblick aufs Schulsystem nicht in der Lage gefühlt und hatte nicht den Mut, andere Wege zu gehen. Heute ist es ja noch ein bisschen leichter als vor 20 Jahren. Aber ich hatte damals nicht den Mut und bin ja da auch den Kompromiss eingegangen. Ja. Aber allein das Erkennen, wie viele Konditionierungen in uns sind, und wenn wir das mal wirklich beginnen zu hinterfragen, das ist ein erster Schritt in eine andere Richtung. Und mal wieder dein Urvertrauen ins Leben, was wir ja alle mit hierher bekommen haben, nochmal aktivierst. Das Urvertrauen ins Leben, das Vertrauen in dich, das Vertrauen in deine Persönlichkeit, in das, was dich wirklich ausmacht. Und noch ein Öffner, was Madeleine, was du eben angesprochen hast. Wer sagt denn, oder wo steht denn geschrieben, dass unsere eigenen Kinder vielleicht sogar viel ältere oder noch weisere Seelen als wir als Mamas sind? Weil das immer so bei dem Thema, was ja auch ganz viel, ich habe jetzt aktuell, weiß ich nicht, ob das noch so durch die Presse geht, aber ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren ging das so sehr durch die Medien auch. Da hat man von Kindern der neuen Zeit gesprochen, von Kristallkindern und. Hast du bestimmt schon mal was von gehört? Das ist letzten Endes damit gemeint. Weil, wenn wir jetzt mal so in die Quantenphysik eintauchen oder Albert Einstein, es ist ja alles eine große Form von einer Energie. Energie belebt ja auch unseren Körper. Und so hat jeder von uns schon viele Leben sicherlich gehabt, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, wo und wann, in welcher Zeitepoche auch immer. Oder Energie ja nie verloren geht und alles wie auf so einer Festplatte abgespeichert ist. Manche sprechen da auch von Akasha-Chronik oder im genetischen Feld. Da ist ja alles abgespeichert. Und das ist ja ein tiefes Wissen, was wir auch mit hierher bringen, wenn wir aus dem Bauch von der Mama auschecken. Intuition, die ist in uns. Ja. Und die ist auch, und das ist die gute Botschaft auch für dich, die ist ja auch in dir noch vorhanden. Du darfst jetzt nur Einladung mehr und mehr beginnen, das wieder ans Licht zu lassen und beginnen, dir selbst zu vertrauen. Und mir fällt gerade so eine wunderbare Anleitung ein, wie man mal so Konditionierungen zusätzlich im Alltagsgeschehen auch noch brechen kann. Mit ganz simplen, einfachen Dingen. Wenn du nur, also zunächst mal schau das jetzt, was ich dir mit auf den Weg gebe, vielleicht so aus, als hätte das gar nichts damit zu tun. Aber Konditionierungen und Gewohnheiten zu durchbrechen, hat ja sehr viel mit anderen Resultaten im Leben zu tun, weil durch die bisherigen Gewohnheiten und Handlungsweisen erschaffe ich mir ja meine Lebenswirklichkeit. Wenn wir da mal spielerisch rangehen, wenn du Rechtshänder bist, geh vielleicht mal eine Woche hin, um die Gewohnheit zu unterbrechen, mit der rechten Hand dir die Zähne zu putzen. Mach's mal mit links. Da geschieht ganz viel im Gehirn. Wenn du deine Armbanduhr links trägst, trag sie mal rechts. Wenn du einen Scheitel hast auf der linken Seite, trag ihn mal auf der rechten Seite. Solche Dinge einfach. Können wir ganz simpel und einfach im Alltagsgeschehen beginnen, Gewohnheiten zu durchbrechen, Konditionierungen zu durchbrechen und ja, uns unserer Intuition nochmal zu öffnen. Es kann so einfach sein.
Ja, das ist ja etwas, was wir immer wieder sagen. Und ich würde an dem Punkt nochmal ansprechen, muss ich jetzt in der Vergangenheit wühlen und muss ich jetzt irgendwie nach was gucken oder nicht? Also soll ich mich jetzt noch mit der Vergangenheit beschäftigen und mit dem, was da so passiert ist oder eben nicht? Und soll ich das komplett ruhen lassen? Und ich finde, da gibt es zwei ganz, ganz wichtige Wahrheiten dazu. Und zwar ist das eine, ja, ich schaue erstmal, was in der Vergangenheit so passiert ist. Aber ich gehe jetzt nicht hin, setze mich irgendwie am Sonntagnachmittag hin und fange an, meine Kindheit aufzuschreiben und was alles schiefgegangen ist und was die mir alles gesagt haben. Also solche Übungen können auch was bringen, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Nur ich muss mich jetzt nicht hinsetzen und nach dem Fehler suchen in meiner Vergangenheit. Das nicht. So, und das Leben ist aber immer wieder so perfekt, dass es dich immer wieder an diesen Schmerz aus deiner Kindheit erinnert. Dass du in dem Moment, wo du getriggert bist, sei es, weil du wütend wirst, weil du traurig wirst, weil du irgendwie nicht für dich einstehen kannst oder weil du frustriert bist oder was auch immer, all das, was da so hochkommt, was dich so antriggert, hat meistens irgendwie seinen Ursprung in der Vergangenheit. Dass da als Kind zum Beispiel irgendwas passiert ist und so hast du dich damals gefühlt und dann transferiert sich dieses Gefühl auf eine neue Situation, die scheinbar nichts damit zu tun hat und das Gefühl ist wieder da und wird wieder angetriggert und hochgebracht. Und das Leben ist so perfekt, weil es das immer und immer wieder macht, damit du dir das anschaust und das heilst. Und indem das dann nochmal hochkommt, kannst du dir das anschauen. Das heißt, ich muss nicht auf die Suche gehen, weil das Leben bringt es mir ja schon durch Situationen. Es kommt hoch, ich gucke es mir an, ich heile es für mich, ich fühle es durch und dann kann ich es loslassen und dann wird es auch nicht mehr in meinem Leben kommen. Und die zweite Wahrheit ist für mich, dass ich ab einem gewissen Punkt komplett von der Vergangenheit auch loslassen kann. Aber also aus meiner Erfahrung erst dann, wenn ich schon einiges angeguckt habe, wenn ich schon einiges angeschaut habe. Das heißt, wenn ich noch nie irgendwie mich so damit beschäftigt habe, mit so Rückführungen oder mit so diese innere Kindarbeit, wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, dann weiß ich nicht, kommt sicher auf jeden nochmal persönlich an, wie das für einen selbst funktioniert. Für mich war es halt so, ich habe mir das zuerst angeguckt und zuerst durchgefühlt. Und mittlerweile komme ich immer mehr an Punkte ran, wo ich noch nicht mal mehr sagen muss, ich muss jetzt da eine Rückführung machen und muss jetzt zurückgehen. Ich fühle einfach nur, was da ist und lasse die Vergangenheit einfach los. Aber ich Ja. finde, das kommt also aus meiner Erfahrung erst ab einem gewissen Punkt. Und so oder so will ich jetzt nicht sagen, man muss jetzt erst das machen oder man muss erst so ein Bewusstsein haben oder sowas. Keine Ahnung, das will ich gar nicht sagen. Nur, dass man halt für sich mal reinspürt, was ist jetzt wichtig, dass ich mich nochmal nach innen verbinde und mein inneres Kind zu halten lerne und zum Beispiel ihm zuspreche und so und sage, hey, deine Bedürfnisse sind wichtig, auch wenn du das Gefühl hattest, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen als kleines Baby, du musstest mal, aber es wurde nicht gehört und hast dadurch gelernt, dass die Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass du dich nochmal nimmst, hey, doch, meine Bedürfnisse sind wichtig und das ist wichtig und dass du das nochmal durchfühlst und dann kannst auch, dann kommt das mit Leichtigkeit im Leben. Ja. Und das ist für mich auch so, was den Unterschied ausmacht, wenn ich diese Dinge heile, die da in der Vergangenheit waren. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, also so hat es sich für mich immer geäußert, wenn ich irgendwie ein Thema hatte, ein Trigger, der immer wieder kam und immer wieder kam und immer wieder kam, durch verschiedene Situationen, aber ich bin ständig immer wieder an den gleichen Punkt gefühlt rausgekommen. Dann war das, weil da etwas war, was ich noch nicht geheilt habe, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit zum Beispiel. So, und in dem Moment, also ich habe dann immer wieder versucht, diese Situationen einfach zu meiden. Das heißt, ich habe versucht, im Außen etwas anders zu machen,
Es hat aber nichts gebracht, weil mein Inneres habe ich in jede weitere äußere Situation wieder mitgenommen. Das heißt, es kam dann halt an einer anderen Stelle wieder hoch. So, was mache ich dann, ne? Und das ist halt mit dieser Anstrengung verbunden, dass das Leben sich so auch nochmal so anstrengend anfühlt. So, wenn ich jetzt aber einmal hingehe, nur einmal, und in so einer Situation, wo der Trigger hochkommt, das einmal durchfühle, das hat sich bei mir oft schon so oft bewährt, wenn ich es nur einmal durchfühle, was da los war früher, wie ich mich dabei gefühlt habe, in so einer gewissen Situation mir kommt. Wenn ich das einmal durchfühle und damit dann meinen Frieden zu schließen, schließen lerne, so, dann kommt die Situation nicht mehr, weil es im Innern geheilt ist. Und das ist dann für mich diese Leichtigkeit, mit der wir unser Leben neu gestalten. Ja, Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Gefühle wollen gefühlt werden. Wir sind halt Meister darin geworden, aufgrund verschiedener Gegebenheiten Gefühle zu unterdrücken. So. Im Grunde genommen, schwarz-weiß betrachtet nochmal, es ist gesellschaftlich ja auch normal, je mehr in uns reingepresst ist, je mehr wir unsere Gefühle unterdrückt haben, ich spreche jetzt auch von mir aus meinem früheren Leben. Damals gab es den Begriff Burnout noch nicht. Damals hat man einfach nur Depression gekannt. Also, tiefste Depression wurde diagnostiziert mit dem Resultat, dass ich bei der Psychotherapie war und als das dann so nach, keine Ahnung, 2 Jahren, ich weiß nicht mal wie genau, wie oft ich da zweimal die Woche hin bin, wie lange, also zweimal die Woche bin ich hin, aber wie lange weiß ich nicht mehr, hat da nichts mehr genutzt, dann bin ich in die Klinik halt. Das ist gesellschaftlich normal. Und ich will das auch nicht außer Frage stellen, aber rein schwarz-weiß betrachtet, wenn ich damals das Wissen von heute gehabt hätte, hätte ich theoretisch auch entscheiden können, Mensch, das ist alles, sorry für den Ausdruck, Scheiß, den ich irgendwann mal in der Kinderstube, von wem auch immer, warum auch immer und wann auch immer aufgeschnappt habe, das ist nicht meines, ich mache da jetzt einen Cut und entscheide mich für etwas Neues. Schwarz-weiß betrachtet, das ist alles möglich. Oder auch Stichwort Traumata, die wir auch alle irgendwo auf gewisse Art und Weise ja auch in der Kinderstube erlebt haben. Zu sagen, hey, ich mache da jetzt einen Cut und es geht in eine andere Richtung. Die Schwierigkeit oder die Herausforderung dabei ist natürlich, dass in unserem Gehirn synaptische Verknüpfungen da sind aus diesen gewissen Geschehnissen. Aber auch selbst wenn ich das weiß, mein Körper reagiert jetzt zum Beispiel, was ich ganz viel hatte, ist auch so, dass ich das Gefühl hatte, mir geht der Hals zu. Ich habe da, wie wenn so jemand mir hier die Halskehle zudrückt, ne? Und mit dem Wissen, und letzten Endes, je mehr ich in die Richtung ja auch gegangen bin, umso mehr konnte ich ja da auch mir selbst helfen, Selbstheilung erfahren, aber auch viel durch Mentoren an meiner Seite. Das dann noch einmal zu durchleben und zu durchfühlen und zu denken, mir geschieht jetzt nichts. Da ist jetzt nur eine Verknüpfung, was gerade das Gefühl auslöst, mir wird der Hals zugeschnürt. Ich atme darauf, atme ein und atme aus. Und mit jedem Ausatmen lasse ich mehr und mehr los. Und mit jedem Mal, wo ich das mache, werden ja auch andere synaptische Verknüpfungen in meinem Gehirn geschaltet. Das geht ja gar nicht anders. Und das ist letzten Endes die Heilung, die ich für mich selbst bewirken kann. Ja. Was natürlich nichtsdestotrotz sehr wertvoll ist, auch bei mir bis heute, Mentoren, Menschen an meiner Seite zu haben, die dort sind, wo ich hin möchte. Ja. Und wie du ja eben gesagt hast, das Leben schickt uns immer zu gewissen Situationen, die gerade jetzt perfekt sind. Ich gehe heute auch damit um, wenn irgendein Gefühl oder was aufkommt, wo ich merke, oh, da ist irgendwas, was noch so aus der Kinderstube oder woher auch immer. Wenn es mir nach Weinen zumute ist, dann lasse ich halt mal ein paar Tränen fließen. Aber bewusst fließen, nicht unter dem Aspekt, ich bin ein armes Würstchen und, sondern bewusst fließen lassen. Also, sorry nochmal für den Ausdruck, den Mist einfach mal raus fließen lassen, nichts mehr reinpressen. Oder wenn ich merke, auch der Körper hat irgendwo eine Reaktion, dass ich da einfach mal hinatme und es damit ausatme, mich auch
die Stille fokussiere, ja, und schon ist gut, schwarz-weiß betrachtet. Das ein oder andere Mal fällt es ein bisschen schwerer, das ein oder andere Mal geht es wirklich easy peasy, aber das gehört dazu. Das ist wie, um an den Kern von der Zwiebel zu kommen, die eine Schale, die geht ganz leicht ab und die andere, die ist mal ein bisschen härter einfach noch. Ja. Ja, da kommt dann noch ein Punkt, was du gesagt hast, mit dem, ja, ist nicht meins, ich gebe es wieder zurück an den Absender, weil das ist für mich so halb wahr, sage ich mal, weil ich merke, dass das in der Persönlichkeitsentwicklung eine Weile lang, also in dieser Szene, eine Weile lang ziemlich, ja, so ein Ding war, wo man einfach gesagt hat, okay, wenn jetzt was aufkommt, nochmal reinspüren, ist das meins? Nö, einfach wieder wegmachen. Und wieder wegmachen. Oh, ist nicht meins. Ah, oh, wegmachen. Ist nicht meins. Wegmachen. Und wieder weggedrückt. So. Und das ist für mich so halb wahr, weil auf der einen Seite gehe ich da auch damit um, mit diesem Tool, dass wenn ich jetzt irgendwie jemanden, keine Ahnung, ich bin irgendwo unterwegs und jemand redet die ganze Zeit über. Oder keine Ahnung, ich höre das Radio, die Nachrichten und so, ne? Dann mache ich das mal so, okay, hat nichts mit mir zu tun, was die da für Themen haben oder was, ne, was jetzt hier in der Welt alles schiefläuft oder so, in meiner Welt, ne? Also da kann ich schon irgendwie so hingehen und sagen, was will ich glauben, ne? Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wenn sehr intensive Gefühle geweckt werden bei uns und es auch immer wieder vorkommt, auf der einen Seite, ja, kann ich mich fragen, hat das was mit mir zu tun? Und wenn Nein kommt, dann darf ich es natürlich auch loslassen und darf mich daran erinnern. Von daher, das ist ein sehr starkes Tool. Auf der anderen Seite, wenn es immer wieder kommt und so intensiv kommt, dann hat es ja irgendwas mit mir zu tun. Sonst käme es ja nicht immer wieder. Und wenn es irgendwie verknüpft ist mit einer Erinnerung, die ich als Kind habe, an mich als Kind habe, und dass ich mir das einmal nochmal anschaue. Weil das ist oft so, klar, also das Leben geht immer nochmal eine Ebene tiefer und nochmal eine Ebene tiefer. Auch wenn man, selbst wenn man das macht, hat man manchmal noch das Gefühl, man kommt am gleichen Punkt raus, weil man hat sich doch schon damit beschäftigt. Warum kommt das jetzt wieder? Weil es noch eine Ebene tiefer gibt. Aber wenn ich es mir, meistens ist es so, ich gucke es mir einmal wirklich bewusst an. In dem Moment, wo ich es immer wieder runterdrücke und mich ablenken will und das nicht fühlen will und so, dann drücke ich es wieder runter und dann bleibt es. Aber wenn ich es mir einmal so richtig angucke und dem erlaube, so richtig hochzukommen, das tut dann vielleicht auch mal richtig weh, auch körperlich. Und man hat dann das Gefühl, na, oh Gott, mir passiert was, ich kann so nicht weitergehen. Auf der einen Seite würde ich schon empfehlen, dass man dann jemanden an seiner Seite hat, der einen durch den Prozess durchführt. Auf der anderen Seite gibt uns das Leben nicht mehr, als wir nicht auch halten können. Ja, Von daher genau. auch da das Vertrauen haben, dir passiert da nichts. Dir Ja. passiert nichts. Du fühlst das durch. Und ich meine, es kommt auch nochmal drauf an, wie lang das schon runtergedrückt wurde und wie groß diese Emotion ist, klar. Aber meistens ist es halt so, dass du es einfach fühlst und durchfühlst und dann ist es, dann kann es innerhalb von wenigen Stunden, wenn nicht sogar noch nicht mal eine ganze Stunde dauern, bis du dieses Thema losgelöst hast von dir, es ist raus, der Release-Moment kommt, sei es durch Weinen oder durch Lachen, das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann irgendwie ganz viel geweint und dann kam auf einmal so dieser Release und ich musste nur noch lachen. Und dann war alles gut und dann war das Thema erledigt. Dann habe ich das geheilt für mich gehabt und dann ging das Leben weiter und dann ging es an den nächsten Punkt und dann kommt die nächste Transformationsphase. Ja, Ja, so. was ich noch hilfreich finde, wo ich mich aber auch dann oft selbst noch an der Hand nehmen darf, weil ich es vergesse, ist auch bewusst neu zu entscheiden. Also entweder rasch zurückschicken zum Absender, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt schon hilfreich, aber wenn es immer wieder kommt, wie du es jetzt gesagt hast, nicht weiter in sich reinpressen, sondern sich dem mal hinzugeben, fühlen.
loszulassen, bis man so das Gefühl hat, so jetzt ist gut, aber auch dann eine neue Entscheidung zu treffen, also neu zu wählen. Wie will ich es denn wirklich? Mal Beispiel, es kommt so das Gefühl von Ohnmacht auf, dass ich mich so fühle, ja, ich bin so das ärmste Würstchen dieser ganzen Welt. Ich spreche jetzt aus meinem früheren Leben. So, und dass ich dann, was da in meinem System abgespeichert ist, sei es durch Tränen oder mit Wut oder was auch immer, einfach mal loslasse und dann aber neu wähle. Wie will ich mich denn jetzt ab heute wirklich fühlen? Ich will mich in meiner Macht fühlen. Und dann habe ich darauf die mentale Ausrichtung und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und je mehr ich dann beginne, mich in meiner Macht wirklich zu fühlen, ja, umso mehr ist es ja dann auch so. Und was dann natürlich auch helfen kann, fällt mir gerade ein, hier Thymusdrüse zu klopfen, die sich ja in der Mitte von der Brust befindet und sich so eine Affirmation mit, ich bin jederzeit in meiner Kraft, in meiner Energie, in meiner Macht. Da gibt es ja gefühlt tausend Affirmationen, die man überall googeln kann. Aber du kannst auch einfach hingehen und deinen eigenen Satz dazu formulieren. Du musst noch nicht mal irgendwo gucken, Buch der Affirmationen, was. Welche Affirmation passt dazu? Formulier deine eigene, weil das ist auch nochmal ein entscheidender Unterschied. Dann kommt es aus dir. Du darfst dir vertrauen, das Gegenteil von dem selbst zu formulieren. That's it. Ja, und auch da habe ich was ganz Spannendes gelernt, um das noch hinzuzufügen, das mit Affirmationen. Also wer da schon irgendwie Erfahrungen gemacht hat, vielleicht kann es auch sein, dass man so da ein Buch gelesen hat, ne, Affirmationen, ah, okay, die retten mir jetzt den Tag. Dann immer wenn ich mich schlecht fühle, fange ich einfach an, anders zu denken. So. Dann fühle ich mich schlecht und dann denke ich, okay, ich denke jetzt einfach anders. Und dann kommt aber immer wieder der komische Gedanke und dann nee. Und dann kommt wieder der komische Gedanke und ich versuche wieder zu switchen und dann kommt wieder der komische Gedanke und und ich krieg's nicht hin, einfach mal positiv zu denken und einfach mal meine, das bringt nichts, die Affirmation, habe ich dann das Gefühl. Und das funktioniert dann nicht. Ja, logisch funktioniert das nicht, weil wir immer wieder ein Gefühl unterdrücken. So. Und diese Affirmationen, die sind halt dann sinnvoll, wenn ich es bereits durchfühlt habe. Das heißt, ich gehe zuerst hin, das Gefühl kommt auf. Ah, okay, ich fühle das durch. Ich komme zu diesem Release-Moment, wo ich das loslasse, wo ich merke, ah, ich lasse es los. Das passiert, wenn ich es einfach durchfühle, wenn ich einfach die ganze Zeit im Gefühl bleibe und fühle und fühle und genau spüre, wie sich das anfühlt. Dann kommt der Release-Moment und dann mache ich Affirmationen. Dann mache ich Mindset-Arbeit, weil dann ist es aus der Tiefe raus und es kann etwas Neues gepflanzt werden an die gleiche Stelle und zwar das, was ich wirklich glauben will. Also zuerst dieses Tiefe, dieses Fühlen und dieses, ne, ich nehme das jetzt mal raus und lasse das wirklich frei und dann hole ich mir die Affirmation. Und dann setze ich die Affirmation in dieses, ne, dort rein, was ich gerade wo ich gerade das andere rausgenommen habe. Weil wenn wir das andersrum machen, erst die Affirmation oder nur die Affirmation, dann deckel ich das, dann trete ich noch die Erde fest, wo das drin ist, weil ich sage, nein, so darf ich mich nicht fühlen. Nein, 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 nein. Affirmation drauf. Ah, ich bin so glücklich, ich habe so ein tolles Leben und alles ist super und na, und ich bin so dankbar und, na, und eigentlich geht es mir alles auf den Sack. Aber es ist ja jetzt wieder unten. Vielleicht fühle ich mich für einen Moment besser, wahrscheinlich aber nicht, weil ich dann denke, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das mit den Affirmationen funktioniert nicht oder bei mir funktioniert das nicht und das Leben ist doof. So, Genau. das ist das, was da passiert. Genau. Und es ist einfach das Gegenteil davon. Das Leben ist so, wie wir es gerne hätten. Und diese Richtung, die darfst du jetzt auch weiter, ja, passieren, gehen, wie auch immer. Das war unser Windelfrei-Podcast, oder? Für heute. Unsere Windelfrei-Story. Du siehst, wie viel Wert in diesem kleinen Detail steckt, in dieser kleinen Erkenntnis. Ich glaube, wir können jetzt noch Stunden weiterreden, Ja. aber das bringt es, glaube ich, schon mal ganz gut auf den Punkt. Also hinterfrage das, was in deinem Alltag passiert, was du so glaubst, und
Schau einfach mal, was das Leben dir so bringt. Wir müssen jetzt auch nicht auf die Suche nach den negativen Dingen sein, negative Gefühle. Auch wenn die Geschenke für uns bereithalten, müssen wir jetzt nicht auf die Suche danach gehen. Aber wenn es kommt, schau mal, ob du dich hier dran erinnerst, was wir jetzt hier gesagt haben und ob du das mal ausprobieren willst für dich, das einfach mal zuzulassen, das Gefühl, und dann schauen, was passiert. Genau. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast nochmal. Ja? Das war die Irmgard und Die Madeleine. Ciao, ciao. bis dann. Ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.